Nächster am Wort ist der Europaabgeordnete Christian Sagartz. Christian Sagartz, EU-Abgeordneter der ÖVP, früher Landesgeschäftsführer der ÖVP Burgenland. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, wenn heute von einem Erfolgsmodell gesprochen wird, von einer Vorzeigeregion, dann bin ich sehr oft erinnert an die Situation in meinem Heimatbundesland, dem Burgenland. Weil auch dort war es für viele Generationen eine Frage, welcher Sprachgruppe man angehörte, welcher Volksgruppe man sich zugehörig fühlte. Und eines kann man auf jeden Fall sagen, in diesem Zusammenhang braucht es wohl Generationen. Ich bin Jahrgang 1981. Ich bedauere mittlerweile sehr intensiv, dass es für mich nicht gang und gäbe war, die Sprachen meiner Nachbargemeinden, Ungarisch oder Kroatisch, lernen zu dürfen. Und ich glaube, dass gerade diese Sprachkompetenz der künftigen Generationen, die sich jetzt bei uns auch in Burgenland genauso wie in Südtirol klar abzeichnet, die Basis dafür ist, dass man Hürden überwindet. Und eines möchte ich auch dazu sagen, gemeinsam voneinander zu lernen, im Austausch von Kultur und Sprache, das ist die Basis für all diese Dinge. Und wenn heute auch Kärnten angesprochen worden ist, meinem Bundesland ist das Gott sei Dank erspart geblieben. Dieser Streit und dieser Konflikt wurde zwar ausgetragen, aber Gott sei Dank um einiges friedlicher, als das in Kärnten der Fall war und schon gar nicht wie in Südtirol. Und ich möchte schon eines sagen, wenn heute hier auch gesprochen wurde, na darf die ÖVP überhaupt so ein Thema aufgreifen, ist es ein Ablenkungsmanöver? Ich sage Ihnen ganz offen, ist es nicht gerade angebracht, jetzt über ein Erfolgsmodell zu reden, jetzt darüber zu sprechen, dass Dialog Gemeinsames schafft und Tränen des abbaut, wann sollte man dann über solche Themen reden, wenn nicht heute? Und eines möchte ich Ihnen noch sagen. Eines ist sicherlich klar. Man kann in der Politik und in der Demokratie vieles diskutieren. Aber dass die Sozialdemokraten und andere Parteien hier schlecht reden über die Rolle der Südtiroler Volkspartei, da muss kein Politiker ausrücken. Schauen Sie sich die Wahlergebnisse an. Schauen Sie sich an, wenn die Südtirolerinnen und Südtiroler vertraut haben und wer auch in Zukunft eine Verantwortungsrolle dort einnehmen wird. Das ist ein klares Votum, das ist eine klare Entscheidung. Und das zeigt auch, dass diese Bemühungen um Autonomie und vor allem auch um wirtschaftlichen Wohlstand in der Region eindeutig belohnt wurden. Das kann man an den Wahlergebnissen ablesen. Da braucht man nicht eine Rede, die dagegen halten. Das ist ganz einfach. Schauen Sie sich die Ergebnisse an. Vielleicht noch einen Gedanken zum Kollegen Schieder, der meinte, der Westbalkan könnte ja auch sich dort von Südtirol eine Scheibe abschneiden. Ich bin der Auffassung, wir haben diese Zeit nicht. Es braucht nicht wieder zwei oder drei Generationen, die nachdenken können, wie man vielleicht Autonomie, wie man das nebeneinander zu einem Miteinander gestaltet. In Südtirol hat es über zwei oder drei Generationen gebraucht, bis man eine Europaregion wurde, bis man versucht hat, gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Diese Zeit haben wir nicht in Europa. Weder am Westbalkan, noch in der Ukraine, noch an anderen Konfliktherden. Und einige sind bereits heute genannt worden. Eines möchte ich Ihnen aus der Erfahrung meines Heimatbundeslandes mitgeben. Die große Gefahr ist es nicht, dass man über die Historie uneinig ist, dass man Streit führt darüber, was gestern war. Viel gefährlicher wird, dass wir beliebig werden, was das Morgen betrifft. Ich habe es Ihnen am Beispiel der Sprachkompetenz genannt. Viel schwieriger ist, wenn es egal wird, ob man die Sprachkompetenz seiner Nachbarn schätzt, zum Beispiel der Ungarn, zum Beispiel der Kroaten im Fall des Burgenlands oder in Slowenien oder in die Slowakei. Tatsache ist, diese Beliebigkeit, die macht mir mehr Sorgen als alle Konflikte, die wir bisher gut in Südtirol begraben konnten. Diese Beliebigkeit ist in Wirklichkeit der Feind. Gegen die müssen wir ankämpfen, auch mit einer Europastunde und einem klaren Zeichen nach Südtirol.